Aber in drei Worte: fröhlich, unermüdbar und lustig. Wie würde ich Kim in drei Wörter, deutsche Wörter beschreiben? Kräftig, also stark, ideenvoll und loyal. Loyal. Ja. Bist du aber auch. Also wir haben jetzt 2022 und noch immer sind auf der Bühne so viel mehr Männer und so viel mehr Dirigenten und Komponisten. Und da muss vor allem auch in Deutschland, aber weltweit, glaube ich, sehr wirklich was geändert werden. Ja. Von Edith Gutkowski im Marsch du Norvège ist tatsächlich ein sehr atmosphärisches Stück und ein sehr beruhigendes Stück. Es ist zwar modern, also es ist Ende der 80er Jahre geschrieben worden, aber es hat auch eine nostalgische Atmosphäre dabei und es fühlt sich sehr natürlich, dass das zu spielen.